Also wenn der diesjährige Siebenschläfer recht behält, und zwar jetzt wirklich für den 27., dann hätten wir nicht so großes Glück. Also seinen Namen verdankt der Siebenschläfertag einer alten Legende. Also wir haben schon häufiger einen Treffer, also ich sag auch so, in 2 von 3 Jahren passt es eigentlich ganz gut. Hallo und willkommen beim Wetter.com Podcast. Ich bin Johanna Lindner und freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Am Montag ist der 27. Juni und das ist der Siebenschläfertag. Dieser soll den Verlauf des Sommers bestimmen und wo diese Bauernregel herkommt, wie viel Wahrheit dahinter steckt und wie das Wetter denn nun wirklich wird, bespreche ich heute mit der Meteorologin Corinna Borau. Hallo Corinna. Hallöchen. Schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist. Ja, immer wieder gerne. Ja, sehr schön. Beim Wetter gibt es ja die sogenannten Bauernregeln und das ist ja auch die Siebenschläfertag kommt ja auch von so einer Bauernregel. Was sind denn eigentlich Bauernregeln und wie sind die entstanden? Also zuallererst, Bauernregeln kommen nicht im Meteorologiestudium vor, aber sie beschreiben alte Volkssprüche über das Wetter und die Folgen für die Landwirtschaft. Also natürlich sind auch die Landwirte am meisten abhängig auch von der Natur. Und da geht es also um Beobachtungen, Wetterbeobachtungen, die über Generationen weitergegeben wurden. Und daher gab es dann Rückschlüsse auf bestimmte Wetterlagen, Vorhersagen und was eben dann in der Zukunft häufig eintreffen kann. Also die meisten Bauernregeln befassen sich also mit der mittelfristigen Wettervorhersage, also nicht was jetzt morgen ist, sondern was vielleicht in ein paar Tagen, Wochen, eventuell sogar Monaten ist. Und das ist meistens in Verbindung mit natürlichen Ereignissen an bestimmten Lostagen eines Monats oder eben beim Wetter eines ganzen Monats. Also gibt es eben ein buntes Potpourri an Bauernregeln. Allerdings muss man auch sagen, dass gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels diese Bauernregeln an Wahrheitsgehalt auch immer mehr einbüßen müssen, weil wir eben weniger das typische Westwindwetter haben bei uns in Deutschland oder in Mitteleuropa. Wir haben oft eingefahrene Wetterlagen, extreme Temperaturen, neue Hitzerekorde, die Jahreszeiten verschieben sich, die Sommer werden immer länger und. Also das macht es diesen Bauernregeln natürlich immer schwieriger. Der Wahrheitsgehalt ist immer geringer und eigentlich müssten wir mal selbst ein paar neue Regeln erstellen. Aber ja. Das heißt, diese Bauernregeln, die wir jetzt noch so benutzen, die wir nicht selbst erstellt haben, die sind noch aus der Zeit vor meteorologischer Beobachtung oder beziehungsweise bevor es fancy Wetter-Apps gab oder genau, sogar und TV. Bevor man eine genau statistische Auswertung wirklich gab und sich auch die Landwirte jetzt nicht auf die Prognosen eben von Wetter-Apps, Wetterberichten aus dem Fernsehen verlassen konnten, sondern halt einfach sozusagen selber ihre Regeln aufgestellt haben und danach ihre Landwirtschaft betrieben haben sozusagen. Ja, genau. Ja. Das heißt, im Klimawandel bräuchten wir eigentlich neue Bauernregeln. Vermutlich, ja. Würde ich einfach mal so behaupten. Ja. Können wir uns hier mal welche ausdenken und dann. Genau, das wäre mal ein Projekt. Ja. Ja. Genau, jetzt erstmal zum Siebenschläfer. Der ist ja, wie gesagt, am Montag. Was bedeutet das denn genau? Also seinen Namen verdankt der Siebenschläfertag einer alten Legende. Und danach hatten eben 7 junge Christen in der Zeit der Christenverfolgung in einer Berghöhle Zuflucht gesucht. Und sie wurden entdeckt und dann lebendig eingemauert. Und nach dieser Legende starben sie nicht, sondern schliefen 195 Jahre lang und wurden eben an einem 27. Juni zufällig entdeckt, wachten auf, bezeugten den Glauben und die Auferstehung der Toten und starben wenig später. Das ist die Legende dahinter. Weswegen der 27. Juni diesen Namen trägt. Ja, hat erstmal wenig mit Wetter zu tun. Das heißt, das hat mit dem Wetter eigentlich noch nichts zu tun und mit diesem mit dem Tier Siebenschläfer hat es eigentlich auch noch nichts genau. zu tun. Genau, mit diesem kleinen grauen Nagetier hat der Tag also auch nichts zu tun. Schade. Auch wenn eigentlich es einfacher zu erklären wäre als die Christenverfolgung etc. Ja. Ja, weil früher dachte ich tatsächlich, es hat was mit dem Tier zu tun und irgendwie seinen
irgendwelchen Gepflogenheiten, die dieses Tier je nach dem Wetter hat, danach dann aber leider gar Eben, nicht. es würde ja auch passen, dass Tiere sind ja auch mehr beeinflusst vom Wetter etc. Ne? Hat mehr mit Natur zu tun, ja. Aber leider nicht. So ist es nicht, genau. Was sagt denn genau die Bauernregel zum Siebenschläfertag? Genau, also ich glaube, das ist auch die Bauernregel, die fast jeder Meteorologe auswendig kann, wie das Wetter am Siebenschläfertag es 7 Wochen bleiben mag. Ja, reimt sich schön. Ja, sehr schön. Das heißt, ist es dann wirklich nur dieser eine Tag oder muss man einen längeren Zeitraum betrachten? Weil nur das Wetter an einem Tag, wie es am 27. Juni ist, bleibt es dann wirklich so? Nee, das stimmt nicht. Zum einen muss man erstmal noch die gregorianische Kalenderreform berücksichtigen. Mhm. Also wir sind heute viel in der Vergangenheit. da wäre der heutige Siebenschläfertag nicht am 27. Juni, sondern eigentlich so um den 7. Juli. Und deswegen betrachtet man auch eher so den Zeitraum 5. bis 10. Juli, auch gerne eben schon von Ende Juni bis dahin. Wenn wir da einen Trend haben zu einer gewissen Großwetterlage, die sich da dann einstellt, die hat eben dann häufiger auch länger Bestand, eben teils bis in den August hinein. Das heißt, genau. wir können jetzt eigentlich nicht sagen, Montag ist dieses Wetter und dann bleibt es so. Genau, ja. Okay. Wir schauen den Zeitraum an. Wie viel Wahrheit steckt denn hinter diesem Tag? Du hast ja vorhin schon gesagt, Bauernregeln sind jetzt nicht mehr so aktuell ganz so toll. Aber der Siebenschläfertag, meine ich im Kopf zu haben, dass der ein bisschen genauer zutrifft oder häufiger zutrifft. Also gewisse Dinge bleiben ja dennoch bestehen. Also das wird auch nicht alles komplett umgeworfen. Wir haben ja auch sowas wie die Eisheiligen, die Schafskälte. Das sind alles Dinge, wo man sagen würde, okay, in Zeiten des Klimawandels gibt es keine Kälterückfälle. Das stimmt eben auch nicht. Das passiert auch. Und so ist es auch mit dem Siebenschläfertag. Der trifft besonders gut im Süden von Deutschland zu. Da sagt man so 60-80% der Fälle. Und das hängt eben mit der Großwetterlage, mit dem Jetstream zusammen, eben für Ende Juni, Anfang Juli, dass das sich häufig eben längere Zeit stabilisiert. Genau, also der Jetstream beeinflusst unser Wetter, liegt der weiter im Norden, dann werden die Tiefdruckgebiete abgelenkt nach Nordeuropa. Wir haben Hochdruckwetter, also das wäre einige Tage, einige Wochen schönes Sommerwetter. Liegt das Ganze weiter südlich, haben wir eher das wechselhafte Wetter. Und das ist tendenziell natürlich eher im Norden von Deutschland, weil das eben stärker maritim geprägt ist. Und deswegen haben wir eine höhere Trefferquote für diese Siebenschläferregel eben im Süden von Deutschland. Ja, das so mal grob. Mhm. Ja. Und wie war das in den letzten Jahren mit der Trefferquote und dem Wetter? Also wir haben schon häufiger einen Treffer. Also ich sage auch so, in 2 von 3 Jahren passt es eigentlich ganz gut, dass wenn wir einen Wetterumschwung haben zu dieser Zeit, dass es dann auch eben länger andauert, entweder hin zu wechselhaftem Sommerwetter oder halt eher zu stabilem. Wir haben ja wirklich auch mal Phasen, wo es eben mal wenig Unwetter gibt und wir viel Sonne und Trockenheit haben. Aus den letzten Jahren kennen wir auch, aber auch eben den umgekehrten Fall, wo es wie im letzten Jahr eher sehr tiefdrucklastig war und mit vielen Unwettern. Also da sehen wir schon, dass das schon häufiger der Fall ist. Andererseits haben wir natürlich auch in Mitteleuropa und bei uns in Deutschland viele Möglichkeiten beim Wetter. Aber ich sage in 2 von 3 Jahren, das passt ja auch gut mit den 60-80%. Ja, also das, wenn man so die letzten Jahre sich anschaut, war das immer häufiger der Fall. Also da kann man schon drauf setzen, ja. Okay, also ist dieser Zeitraum zumindest dann doch recht aussagekräftig. Mhm. Dann schauen wir uns auch, wenn der Tag jetzt alleine nicht ganz gilt, aber schauen wir uns jetzt trotzdem mal das Wetter am 27.06. am Montag an. Wie wird es denn da? Also wenn der diesjährige Siebenschläfer recht behält, und zwar jetzt wirklich für den 27., dann hätten wir nicht so großes Glück. Wir hätten ein Tief westlich von uns, oder wir haben am Montag ein Tief westlich von uns, ein Hochöstlich von uns. Und das bedeutet, wir bekommen weiterhin diese schwülheiße Luft vom Mittelmeer. Und dementsprechend haben wir eben schwül heißes Hochsommerwetter, Temperaturen am Montag im Osten
bis zu 35, 36 Grad, also richtig heiß. Und dann heiß. Von Westen dann schon wieder die kräftigen Gewitter mit Unwetterpotenzial. Also da bahnt sich so die nächste Unwetterlage an, nicht wirklich angenehm. Wir haben wieder lokale Überflutungen, eine große Hitzebelastung. Hoffen wir, dass sich also bei diesen Unwettern, dass sich dann nicht wieder sowas einstellt wie im letzten Jahr. Da hatten wir ja gerade auch im Juli dann die Flutkatastrophe im Westen von Deutschland. Also ja, wieder ein großes Unwetterpotenzial am Siebenschläfertag. Hoffen wir, dass das dann nicht 7 Wochen so bleibt. Aber was für ein Sommerwetter würdest du dir denn über 7 lange Wochen wünschen? Also auf jeden Fall nicht so ein extremes. Also die, also 36 Grad brauche ich wirklich nicht. Und die, man hat es ja letztes Jahr schon gesehen mit der Flutkatastrophe und anderen Überflutungen, dieser extreme Starkregen, also bräuchte ich jetzt auch nicht dieses Jahr wieder. Ja, das wäre eigentlich glaube ich niemand, ja. Eigentlich schön, wenn es ein bisschen kühler wird und gerne auch mal ein bisschen, es kann auch durchaus mal regnen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit durchgehend Sonne braucht, ist ja auch eigentlich für niemanden so toll. Auch wenn man im Sommer will man natürlich ja raus und schön an die Sonne, aber auch nicht. Es kann ja immer nachts regnen. Es kann ja auch immer nachts regnen. Ja. Das wäre meine perfekte Welt. Immer nachts ein bisschen Regen, kann man auch schön schlafen, wenn es so an die Scheibe plätschert und angenehm kühl und tagsüber dann trocken und 25 Grad, ja. Aber gut. Weil das sonst ist vertrocknet die, ja auch alles. Das ist genau, das ist ja auch ein Problem, was wir jetzt aktuell schon haben. Und ja, das wird sich dann natürlich nicht bessern, wenn sich die Wetterlage nicht ändert. Na gut. Es ist ja jetzt im Osten schon alles vertrocknet, oder? Mhm. Also ich habe Bilder aus Berlin gesehen, so die Parks, die sehen da schon aus wie irgendwie im September. Eben, das ist dann auch nicht schön. Also ja. Das da dann zu sitzen, das kann man, glaube ich, auch nicht so genießen, ja. Wenn wir uns jetzt eben nicht nur diesen einen Tag anschauen, sondern jetzt mal die Zeit danach, wie wird es denn da? Geht es dann ähnlich extrem weiter oder gibt es Hoffnung auf das, was wir wollen, auf so ein bisschen ruhigere Zeit? Nicht wirklich. Also ich habe jetzt mal die nächsten 2 Wochen geschaut. Also gerade für Ende Juni, Anfang Juli, den Monatswechsel und die Trends zeigen eben aktuell eher so ein wechselhaftes Auf und Ab, dass wir eben vor Gewittern und Unwettern es sehr heiß wird, es sehr sommerlich ist und es dann eben auch schnell wieder mit den kräftigen Gewittern abwärts geht. Also Hitze, Unwetter, wieder kühler und das Ganze dann von vorne. Kennen wir schon aus vielen vergangenen Sommern und so sieht es jetzt gerade aus. Also nicht wirklich ruhig, sondern eher, wie wir gerade schon gesagt haben, etwas extremer und unwetterträchtiger leider. Und was heißt das jetzt dann für den Sommer in Deutschland? Dass wenn es, wenn die Siebenschläferregel dann zutrifft, dass uns das eben dann eben noch länger betrifft. Also die gute Nachricht, wenn man es so sehen möchte, ist, dass der Sommer eben nicht komplett trocken, sonnig und heiß ist. Also nicht so eine dramatische Dürre, aber die wird auch mit diesen lokalen Starkregenereignissen also nicht wirklich gelindert. Also dann kommt es immer noch drauf an, wie viel kommt. Oft ist es ja so, dass zum Beispiel gerade im Nordosten Richtung Berlin-Brandenburg gar nicht so viel von diesen Fronten mehr ankommt. Bedeutet, also wenn es so kommt, wir haben dann weiterhin eben Stress für die Natur, auch für uns bei so großer Hitze, 30 Grad und mehr, Tropennächten etc. Aber es sieht zumindest nicht danach aus, dass jetzt der Sommer auf jeden Fall die Luft ausgeht und ja, es irgendwie kühl wird, es bleibt eher warm also bis eher heiß. Und lokal dann sehr nass, ja. Eher heiß mit extremen Unwettern. Das heißt, so Starkregen, Unwetter und so weiter, so wie im letzten Jahr, sind wieder einfach möglich. Sind möglich. Also es war ja wirklich letztes Jahr ein Jahrhundertereignis. Das kann man auch nicht anders sagen. Das war wirklich dieses Tief, was da über uns lag. Das ist jetzt nicht mal irgendwie eine Gewitterzelle, die halt über einen Ort zieht und da 50, 60, 100 Liter lässt, das war schon was Großflächigeres, wirklich riesige Wassermassen. Das würde ich jetzt so nicht sagen, dass genau sowas
noch mal passiert, man kann es nie ausschließen, aber halt einfach so lokale Gewitter, Unwetter, ja, durchaus dabei, ja. Okay, also da müssen wir dann noch mal abwarten und hoffen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Genau, vielleicht trifft die Regel ja auch nicht zu. Ja, das kann natürlich auch sein Eben, und auch möglich. dann wird es ganz anders. Genau. Gibt es denn noch andere Bauernregeln, wo wir eh schon über Bauernregeln reden, die jetzt Ende Juni, Anfang Juli so die Zeit wichtig werden? Also passend zum Siebenschläfer gibt es noch eine Regel, also die sagt eigentlich das Gleiche aus. Wenn der Juli fängt zu tröpfeln an, so wird man lange Regen haben. Genau, also wenn es im Das Juli anfängt reimt zu sich so tröpfeln, gerade so nicht. ja, ja, man kann nicht alles haben. Also auch da, wenn es wechselhaft ist, bleibt es wechselhaft. Genau, ähnlich wie Ja. beim Siebenschläfer, nur mit weniger Reimen. Genau. Aber ich habe noch eine andere. Ich habe noch eine Ja. andere. Macht der Juli uns heiß, bringt der Winter viel Eis. So, diesmal mit Reim. Und da muss man natürlich sagen, diese Bauernregel blickt natürlich sehr weit in die Zukunft. Also wir reden jetzt schon wieder vom Winter, wo der Sommer gerade erst angefangen hat. Aber an dieser Bauernregel, ich habe sie deswegen rausgesucht, weil wirklich was dran ist. Also das finde ich auch äußerst spannend. Und da geht es dann nicht, eigentlich nicht um den ganzen Juli, sondern um den 25. Juli. Das ist Ja. ein bestimmter Lostag und der soll eben die kommende Winterwitterung prophezeien. Haben wir an diesem Tag sommerliches Wetter, wird ein kalter Winter erwartet. Der Zusammenhang wurde aber nur für den Januar bestätigt. Also, wenn es am 25. Juli warm und trocken oder heiß und trocken ist, haben wir mit 60%iger Wahrscheinlichkeit, ist nicht allzu hoch, einen kalten Januar. Passt ja auch häufig. Wir haben es ja in Deutschland meistens so, dass Weihnachten noch gar nicht so winterlich ist, wie wir es Ja. gerne hätten. Dass es häufig eher Januar und Februar winterlicher, kälter wird. Dazu passt es. Aber ich finde es trotzdem spannend, wie weit die Bauernregeln das Wetter vorhersagen wollen. Also ja, Weißt lassen du, wir wie uns das überraschen. irgendwie zusammenhängen könnte? Also 25. Juli und Januar, das klingt Nee, so keine Ahnung. wahnsinnig Ja. beliebig. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat man am 26. Juli 55%. Also wenn man 60% Wahrscheinlichkeit betrachtet, ist das ja auch nicht viel zu Ja, fast 50-50. Also 50-50. es, genau, es könnte auch was ganz anderes kommen. Also das darf man nicht vergessen, es sind nur 10% als 10% mehr als Willkür eigentlich. Okay. Na, deswegen, ja. Okay, das zeigt nochmal, Bauernregeln sind mit Vorsicht zu genießen, Genau, sozusagen. Also man kann ja. schon sich daran inspirieren und gucken, ah ja, jetzt wird es vielleicht wieder Genau, so, es aber. gibt ein paar, die haben eben 70, 80%. Da würde ich sagen, das ist schon etwas verlässlicher, aber es gibt auch viele, die eben 60% haben. Und ja, dann ist die Aussage relativ, ja. Ja, dann werde ich dieses Jahr am 25. Juli trotzdem total gut aufpassen, wie das Wetter wird und dann wissen, Okay. wie der Winter Das weitergeht. sage ich mir auch sehr oft, aber dann vergesse ich es wieder. Aber ich kann es mir, ich mache mir jetzt ein Post-it. Genau, dann machen wir uns beide jetzt ein Post-it Genau. und beenden damit den Podcast. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, Corinna. Gerne. Bis zum nächsten Mal beim Wetter.com Podcast. Dann gibt es wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima.